Freunde, ich habe was Cooles. Es gibt zwei Dinge, auf die ihr euch in dem Video freuen könnt. Ich habe ein richtig lustiges Spiel gefunden. Eigentlich habe ich es von Paluten geklaut. Und das allerbeste, Freunde, ihr könnt in diesem Video eine Veränderung an mir sehen. Ihr könnt nämlich sehen, wie ich im Laufe des Videos zu einer alten Oma werde, Leute. Weil sich meine Haare nämlich so dermaßen locken, weil ich aus der Dusche gekommen bin, dass ich solche Locken kriege. Guckt mal, wie ich aussehe. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer Folge Wobbly Life, Leute. Das ist ein richtig nices Game, das mir auf jeden Fall Schmetterlinge in meinen Bauch befördert. Denn es ist süß, lustig und knackig zugleich. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum es knackig ist. Freunde, ich komme gerade frisch aus der Dusche und ich rieche verdammt nochmal wie ein Mahagonibaum. What? Wir spielen das Tutorial. Und ich glaube, der Dude da oben spielt gerade Call of Duty. Oder er spielt Doom. Ich habe keine Ahnung. Ernährung ist auf jeden Fall nicht so gut. Eine Cola, eine Pizza. Oh mein Gott, die Großmutter. Wer kennt es nicht? Man spielt an seiner an seinem Controller und auf einmal kommt die Oma rein oder die Mama mit der Brille auf und sagt: Mein Kind, ich habe heute was in deinen Socken gefunden. Okay, sorry, das war falsche Story. Also, Sachen von früher verfolgen mich extrem. Ah, Tage ohne Arbeit. Oh, guck mal, da unten, wir haben Geburtstag bald, oder? Wir sind ziemlich klein. Ist das vielleicht Kinderarbeit? Bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist Kindesten. Das ist nicht gut. Sie hat uns einfach rausgeworfen, nackt, im Adams-Kostüm. Moment, ich muss da schnell mitmachen. Stop it. Get some help. Okay, steh auf. Ich stehe auf. Aha, jetzt zieh dich um. Ich sehe mich um. Oh, heilige Mutter Maria. Das ist eine Steuerung, die ist sehr komisch. Wackelpudding-Steuerung. Ich will nicht mit diesem Wobbly reden. Ich will keinen Job. Ich will einfach nur mit diesem Ding hier fahren. Kann ich bitte? Lass mich bitte. Kann ich bitte damit fahren? Ich möchte bitte damit fahren. Bitte. Oh mein Gott, Freunde, mir wird kotzübel. Talk to the Jellyman. Okay, interact. Okay, der Markierung folgen. Den Jelly aufnehmen, zum Jellymann bringen. Ja, das ist was. Was kriege ich dafür? Oh, kriege ich dafür viel Geld? Das will ich auch mal machen. Kann ich bitte mit dem Bobbycar fahren? Oh Mann, ey, wieso kann ich denn nicht mit dem Bobbycar fahren? Oh, heilige Mutter Gottes, guck mal, da ist ein Hüpf. Bitte, ich will damit spielen. Oh nee, ist das ein Hüpfball oder ist das ein Tier? Lebt das Ding? Ich kann nicht über den... Ah doch, okay. Ich muss nur ein bisschen... Alter, die Steuerung! Wobbly Mall. Oh Gott, Leute. Ich liebe dieses Game jetzt schon. Ich wollte das die ganze Zeit mit Bardor spielen, aber der wollte nicht. Wo ist der Eingang? Ich hüpfe einfach durchs Fenster. Ah, Mist, geht nicht. Da ist der Eingang, Detox. Wo ist der Eingang? So ein Käse kann auch nur ich fragen. In Tranche. Look, the Jelly is over there. Oh mein Gott, ja. Habe ich überhaupt Geld? Darf ich den überhaupt nehmen? Was? Raise your arms. Oh Gott. Well done. Okay, ins Auto. Oh mein Gott. Hä? Guck mal, ich muss hier... Oh Gott, das ist kompliziert. Okay, ich muss das hier halten. Gut, okay. Ich, ja, ja, okay, alles klar. Ich zahle nicht, ne? Ich nehme den einfach mit. Ist in Ordnung. Wir sind auf jeden Fall ein richtig guter Bürger. So, warte mal, wir stellen das hier hin. So, und da rein. Das ist natürlich das Tutorial, Freunde. So. Oh Gott, ich habe den Jelly auf den Boden geworfen. Ich bin gespannt, ob der Jellyman den noch isst. Dude, was machst du denn? Oh, das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Rein ins Auto, rein! Okay, jetzt den Kofferraum schließen. Ja, das ist mir auch klar. So, bitte. Zu, mach zu. So, muss ich jetzt Auto fahren? Darf ich Auto fahren? Oh, Junge, ich darf Auto fahren. Oh, ja, ja. Gucken wir mal. Oh, heilige Mutter Maria. Das ist genauso, wie wenn man läuft. So, oh ja. Oh, ich nehme eine Abkürzung. Oh mein Gott. Ja, ist kein Problem, ne? Zahlt alles die Haftpflichtversicherung. Pass auf, ich fahre hier hin. Dann steig aus. Warum steige ich auf den Beifahrer aus? Was bist du denn für einer? So, Moment. Da draufklicken. Nein, da, da. So, den Jelly rausholen. Hol den Jelly raus. Nicht das Auto. Den Jelly. So, oh, juhu. $40 habe ich für den Mist bekommen. Oh, ich habe ein Jelly-Outfit bekommen. Super. Kann ich das auch aufnehmen? Muss ich das jetzt zum... Ach, ich muss das zur Kasse bringen. Okay, jetzt sei ein guter Wobbly und probier deinen neuen Hut an. Ja, du hättest eine gute Oma sein sollen und mich nicht nackt rauswerfen. Das wäre vielleicht eine gute Maßnahme gewesen. Kann ich dich auch nehmen?
Was? Let me? Was? Ah! Ah! Oh, Oma! Oh Gott! Ich liebe dieses Game. Ich liebe es. I love it. I love it. Wo ist der? Oh, Geschenk. Oh mein Gott, ich habe $75 bekommen. Jetzt kannst du nachts schlafen. Das ist gut. Ich schlafe immer über tags. So, wo ist der? Hier ist der. Hier ist der Kleiderständer. Okay. So. Was? Oh, guck mal. Meine Katze. You can only sleep at night. Ja, ich verstehe schon. Untertags müssen wir schuften. Malochen, meine Freunde. Ah! Okay, so, was müssen wir tun in Wobbly Life? Ja, sieht großartig aus. Oh, Minimap. Ja, okay, gut. Tutorial complete. Nice. Ich würde jetzt gern mit dem Bobbycar. Hi. Ja, ja, sofort. Ich möchte, ich will. Unbedingt. Unbedingt. Lass mich. Oh mein Gott. Santa Maria. Santa Maria. Freunde, wir können Bobbycar fahren. Das ist ein elektronisches. Nee, nee. Freunde, bestes Spiel. Ich suchte das jetzt komplett durch. Ihr seht auf diesem Channel nichts anderes mehr. Moment, das Beste wäre natürlich noch. Das wäre natürlich auch noch. Es ist einfach nur gut. Es ist gut. Es ist so gut. Okay, Leute. Okay. Oh mein Gott. Der Hund kann springen. Da haut's mir ja an Zucker weg. Das ist unser Auto. Wir brauchen nichts anderes. So, wir fahren jetzt mal nochmal zu dem Dude da. Hat der auch irgendwie Beschleunigung oder so? Ist das geil. Holy shit. Moment. Wir schauen mal zu dem Dude. So, komm mal her. Komm mal her. Komm mal. Interagieren, bitteschön. So. Schon wieder? Du solltest vielleicht mal an deinen Ernährungsgewohnheiten was ändern, mein Guter. Oh, ich habe nur 6 Minuten. Aber ich habe mir doch schon einen Jellyhut verdient. Brauche ich vielleicht noch einen Jellyhut? Oder gibt es dann da einen Jelly-Pullover? Es ist einfach nur so satisfying, dass ich mit diesem Ding da rumfahre. Satisfying. So, okay. Ich hol den Jelly. Aber sowas von hole ich den Jelly. Ich liebe Jelly. Oh, ach so. Der Jelly ist ja hier gar nicht, Freunde. Ich sollte vielleicht mal auf die Minimap schauen. Okay, damn. Ich kann einfach jedes Auto nehmen. Okay, gut. Ich lasse mal den Bobbycar da. Lass ich jetzt mal kurz stehen. Oh, Entschuldigung bitte. Entschuldigung. Guck da, der Jelly Kopf aus dem Auto raus. Super. Okay, wait. Oh, no. Wow, habt ihr den Drift gesehen? Der Drift meines Lebens. Okay, so, da nochmal rüber. So, wir gehen da entlang. Alter, das ist aber weit weg, ne? Das ist aber weit weg, mein Freund. Gott, ey, ich werde noch verhaftet hier. Warum, wo ist denn... Hä? Warum steht überall random Jelly rum? Hat er den... Den hat er doch überall absichtlich... Ey, komm runter. Hat er doch absichtlich platziert, oder? So, mach auf. Mach auf! Mach halt auf! Dankeschön! Oh Gott, so schnell, wir haben nur noch 4 Minuten, aber das sollten wir ja schaffen. So, rein! Zack! Zu! Was hast du denn für... Ja, ich bin mit rechts auch nicht so gut. Okay! Und einmal die Drehung. Ich will ein Lamborghini... Das war doch ein cooler Move. Kriege ich dafür vielleicht extra Punkte? Nee? Oh, shit! Oh, das Auto ist kaputt. Aber ist ja nicht unser Auto. So, komm her, Kumpel. Hier, so, bitteschön. Zack. So, mach auf jetzt da. Auf. 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 Er hat's nicht so. Sollen wir es mit links probieren? Hä? Ja. Okay. Nee, geht auch nicht. Hä? Jetzt komm. Mach das auf. Hör auf. Dankeschön. Raus mit dem Jelly. So, raus mit dem... Sag mal, wo hängst du denn fest, ey? Ja, dankeschön. So, und... Rein hier. Wie viel habe ich bekommen? $10. Beim ersten Mal habe ich 40 bekommen. Nein, ich hole mir keinen Jelly für dich. Hä, ja, was mache ich jetzt mit dem Geld? Ach, das muss ich jetzt auf die Bank bringen. Ah, nee, echt jetzt? Ist das dein Ernst? Okay, gut. Dann bringen wir das mal auf die Bank. Kann ich das nicht in meine... Ja, gut, ich habe keine Hosentaschen, ne? Ist schlecht, wenn man keine Hose anhat. Habe ich öfter nicht. Ich weiß, wie das Problem ist. Okay, da kann ich mein Geld hinbringen. Alter, ist einfach GTA für Kinder. Ah, kennt ihr das Video? Das war GTA für Kinder. Schlechtes GTA für Kinder. Das ist besseres GTA für Kinder. Aber schaut euch das Video trotzdem an. Es ist lustig. Ach, das ist hier so eine Art, das ist so ein Post Office. Und hey, Kumpel. Und, ah, ja, genau, hier kann ich mein Cash einzahlen. Okay, nice. Dann zahlen wir mal das Cash ein, Leute. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns auf jeden Fall noch einen Job.
Hä? Hallo, mach halt auf! Ey, komm mal, er kriegt's hier nicht. Er kriegt's hin, ne? Er kann ihn nicht öffnen. Ey, ich hole mir auf jeden Fall wieder einen Bobbycar dann. Das ist einfach. Das ist nicht meins. Der Knopf, der große rote Knopf, den er nicht aufbringt. Dankeschön, mein Freund. Dankeschön. Wirklich super. So, jetzt würde ich gerne. Hallo? Aufstehen. Ich würde ganz gerne mein Geld einsammeln. So, dankeschön. $10 auf die Bank. Oh, ein Fashion Store. Oh, ich brauche Klamotten. Ich will nämlich nicht die ganze Zeit nackt rumlaufen. Was ist denn eigentlich? Ach ja, da ist meine Hose. Hello, ja, guten Tag. Kann ich irgendwie was kaufen hier? Oder wie funktioniert das denn? Ah, I see. Hier muss ich rein. Interact, okay. Oh. Oh. Eine Kapi... Oh, 120. Das ist ja wirklich Wucher. Also das ist ja wirklich mal 85. Wollt ihr alle, dass ich hier nackt rumlaufe? Ist das Jelly? Ich dachte, das wäre vielleicht... Oh, ich will eine Avocado sein. Okay, ich glaube, am wichtigsten sind Hosen. 170 Euro für eine Unterhose? Freunde, ich muss hier sparen. Ich muss sparen. Und in der Zwischenzeit muss ich nackt rumlaufen. Okay, so, was können wir jetzt machen? Wir gucken jetzt einfach mal. Da sind Häuser zum... Ach, man kann rauszoomen. Oh. Oh, wow. Okay, das ist, ja, das ist viel. Oh, Freunde, ich werde jetzt Feuerwehrmann. Das ist das, was ich als Kind schon werden wollte. Und das werde ich jetzt in Wobbly Life. Das Game erinnert mich irgendwie, aus irgendeinem Grund gibt mir das Vibes von, wie hieß das? Wrong World, Freunde. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon so alte Hasen seid, dass ihr auf meinem alten Kanal Wrong World gesehen habt, wo ich mich im Affenkostüm verkleidet habe. Das war ein richtig freshes Game, Leute. Und hat mega, mega Spaß gemacht. Oh, das schaffe ich nicht, oder? Oh, ich schaffe es, weil ich der Beste bin. Das war witzig. So, okay. Firefighter-Job. So, hier rein da. Ich werde jetzt einfach Feuerwehrmann, Freunde. Ich werde einfach Feuerwehrmann. Guckt euch das an. Natürlich akzeptieren wir das. Ich einfach so... Oh, ja. Oh, damn. Oh, yes. Gib mir dieses Feuerwehrauto. Gib es mir. So, okay. Wir haben irgendwo... Wo haben wir Feuer, Leute? Wir gucken mal, wo wir Feuer haben. Alter, es ist nice. Gib mir Feuer. Nicht, dass das was Gutes wäre, aber ich will löschen. Die Musik ist auch so chillig, Leute. Da haut's mir meine Socken weg. Hä, wo ist denn das Feuer? Das ist da hinten? Wie soll ich denn das? Hä? Wie soll ich da denn hinkommen in 3 Minuten? Bitte was? Okay, wir müssen auf den Freeway. Volle Konzentration. Die Wobbly Life Autobahn. Und in der Zwischenzeit versuche ich nicht alles hier umzufahren oder irgendwelche Bäume zu töten. Ich probiere es wirklich. Kann ich auch eine Abkürzung nehmen? Was mache ich eigentlich? Boah, es ist schon schwierig, das Ding zu steuern. Jetzt habe ich ein Problem. Ich bin der schlechteste Feuerwehrmann ever. Hä? Jetzt bin ich rausgeflogen. Hey, hey, ich bin die Feuerwehr. Sag mal, geht's eigentlich noch? Boah, du Biker, dir werde ich es aber zeigen. Du legst dich hier mit dem Falschen an. Du legst dich hier mit dem Falschen an. So, tja. Kriege ich jetzt Probleme mit der Polizei? Ich sollte eigentlich ja Feuer löschen. Oh Mist. Ich bin so schlecht. Der ganze Wald verbrennt. Aber Hauptsache, ich habe eine Harley. Okay, ich versuche ihn jetzt zu rammen. Hat das funktioniert? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Ja, noch ein bisschen dagegen fahren. Ja, ja, wir haben's. Wir sind draußen. Hä? Was ist denn das jetzt? Oh no. Freunde, wir versuchen das gleich nochmal mit der Feuerwehr. Aber wenn man hier Diamanten und einen Burger findet und eine Spitzhacke und ein großes, lila, leuchtendes Diamant-Smaragd-Ding, dann löscht man gerade mal keine Feuer. Kann ich das Ding jetzt irgendwie kaputt machen? Hallo? Oh Gott. Also der Weg sieht schon so illegal aus. Ich glaube, ich bin da echt einem Verbrechen auf der Spur, Leute. Also, dass mein Fahndungslevel nicht irgendwie schon over 9000 ist, ich weiß ja nicht. Ich mache hier alles kaputt und die Map schaut, glaube ich, von weitem größer aus, als sie ist. Denn ich bin jetzt schon in der Stadt. Heilige Mutter Gottes, ich kann einfach nicht Auto fahren. Was ist er denn, ey? Sieht das lustig aus. So, Freunde, jetzt aber. Feuerwehrmann Detox auf dem Weg zu seiner ersten Mission. Denn die andere, die lassen wir nicht gelten. So, ich muss hier durch. Kann ich hier irgendwie nicht die Sirene anmachen? Oh mein Gott, wo brennt's denn überhaupt? Ich muss da rein. Kann ich da einfach reinfahren? Ich fahre da jetzt einfach rein. Ja, okay, das geht. So, Feuerwehr. Feuerwehr-Detox. Oh nein, das geht nicht. Bitte nicht schon wieder irgendwo hängen. Oh Gott, ich sehe die Flammen. Ich sehe die Flammen aufsteigen. Nicht in dem Pool. Hä, wie komme ich denn da runter? Oh, aha, so. Ich hoffe, bei euch bricht nie ein Feuer aus und ich bin in der Nähe. Das wird nämlich nichts.
Ey, wie die Straßenführung einfach komplett lost ist hier. Ich fahre jetzt direkt hier drüber. Ich nehme doch die Kurve. Nein, oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Meine Nemesis-Kurve ist das. Freunde, es sieht echt einfacher aus, als es ist. Diese Steuerung bringt mich an den Rand des Wahnsinns. Und ich weiß nicht warum, die ist ja eigentlich so wie überall, aber dieses Kamera-Umherschwenken, es macht mich so irre. Was ist das denn für eine Straße, Mann? Ich muss direkt den Bürgermeister mal nach der Mission einen Besuch abstatten und ihm vielleicht einfach mal mit dem Wasserwerfer abspritzen. So, jetzt aber, ich hab's, ich bin hier. Feuer, Feuer, wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Oh mein Gott, ich habe ein Trampolin kaputt gemacht. Oh, und ein Auto. Okay, oh Gott, das Schiff. Meine Güte. Okay, so, raus. Ich brauche... Hier. Nein. Hier. Was machst du denn? Ach so, ich halte mich fest. Oh Gott. So, hoch. Hier. Komm, löschen. Mache ich das gut? Mache ich das schlecht? Ja. So, hier, komm. Das auch noch. Löschen. So. Oh nein, zu kurz. Detox, was kannst du eigentlich? Okay, so, jetzt aber. Ich lösche dieses Schiff. Mein Name ist Detox. Ich schaffe das. Hat das wieder angefangen zu brennen? Okay, gelöscht. Aber ich habe nur 5 von 10. Das andere Schiff brennt lichterloh. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Wobei, ich habe $10, habe ich, glaube ich, verdient. So, einfach mal hier direkt rückwärts. Na komm, fahr doch. Ich schaffe das nicht in 16 Sekunden. Oh mein Gott. Das ist so schlecht. So, schnell raus. Na komm, nimm doch. Nimm es. Du sollst... Das ist nicht dein Ernst, Mann! Toll, super. Jetzt habe ich hier mein Geldsäckchen und kann es nirgends reintun. Stopp bitte. Eisenbahn. Als ob man für $25 so einen fetten Sack bekommt. Ich meine einen Geldsack. Bitte keine Physics Engine jetzt an der Stelle. Ewig und 3 Tage rumtragen, nur weil ich hier kein einziges Auto mit Koffer... Oh mein Gott, ein Helikopter. Freunde, mein Leben wird sich ab jetzt schlagartig ändern. Es wird eine gänzlich neue Richtung einschlagen. Die Frage ist nur, wie ich da hochkomme. Springen ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, oder? Vor allem nicht mit dem Geldsack. Oh, doch. Oh, nein! Oh Gott. Ich ertrinke. Mein Geld, bitte. Könntest du... Dein Roller ist langsamer wie mein Hüpfball. Ich würde mir mal Gedanken um dein Leben machen, Kumpel. Mein Hüpfball ist viel klimafreundlicher als dein Stinkeroller. Oh, da unten kann man Rennen fahren, Leute. Aber bitte nicht mit dem Hüpfball, oder? Oder ist eine Kanone? Okay. Vielleicht ist das was ich gut machen kann, hm? Und los. Oh ja, Racing. Ich liebe Racing Games, Leute. Ich liebe sie nicht. Ich hasse Mario Kart. Ich hab's immer gehasst. Nintendo 64? Kannst du vergessen. Irgendwie Dirt oder so spielen? Kannst du knicken, Leute. Formel 1? Hahaha, nee. Aber, Leute, ich werde das hier in Wobbly... Oh, 60. Ach so, ich habe eine Zeit vorgegeben. Ich sollte einfach mal weniger labern. So, okay. Ah ja, ich verstehe. Die Zeit erhöht sich immer. Komm schon, ich werde der allerbeste Wobbly Life Racer hier. Ich weiß ganz genau, dass ich das hinbekomme. So, los. Zack, okay. 18 Sekunden. Wir nehmen den Speed mit. Und einmal rüber. Wegen dem Spiel kaufe ich mir noch... Bin an der Ziellinie. Was soll das denn? Wegen dem Spiel kaufe ich mir gleich noch ein Lenkrad hier. Könnt ihr aber wissen. So, oh Mann, Detox, fahr halt nicht überall dagegen, du blöder Hund. Ich muss mich konzentrieren, auch wenn gerade die Unterhose zwickt. Los. So, einmal hier rein. Leute, ich krieg das richtig gut hin, ich sag's euch. Der Highscore ist mein. Aus dem Weg, ihr Bäume. Hier kommt Wobbletox. Hashtag Wobbletox in die Kommentare, Leute. Ich will ihn lesen. Wobbletox. Ich hätte das ja lieber mit dem Hüpfball gemacht, muss ich ja ehrlich sagen. Nice, $125. Oh, und ein Race-Outfit habe ich unlocked. Und wo ist meine Kohle hin? Habe ich die überwiesen bekommen? Per PayPal?
165, Freunde. Holy moly. Das gibt richtig Asche hier. Oh, und guck mal, hier kann man auch angeln. Aber angeln mache ich jetzt nicht. Kann ich mir jetzt einfach da so ein Auto natzen? Das wäre natürlich auch nice. Kann ich irgendwo sehen, wie viel Kohle ich habe? Nee. Okay, ein Haus kaufen. Ah, okay, ich muss ein Haus kaufen. Ja, alles klar. Dann schauen wir mal, oder? Nach einem günstigen Haus, Leute. Oh, nice. Ich kann den sogar einfach nehmen, ey. Hier gibt's keine Polizei. In Wobbly Life gehört jedem alles. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ah, hier. Haus. Ich drücke hier immer auf Escape. So, wie viel Kohle habe ich denn? Das sieht doch gut aus, oder? Oder? 1000? Ich habe... Ach so, ich habe insgesamt 165. Oh, Freunde, da werde ich noch ein bisschen sparen müssen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen und eine Bewertung riesig, riesig freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, Leute, mir macht das extrem Spaß, dann lasst es mich wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.